Vielen Dank fürs Reinschauen in die zweite Vorlesung in der Reihe Was andere Sprachen anders machen. Heute beschäftigen wir uns mit der Sprachverwandtschaft. Sprachverwandtschaft ist deswegen für unser Thema interessant, weil Ähnlichkeiten zwischen Sprachen aus verschiedenen Gründen bestehen können. Es gibt hier drei Gründe, die ich anführen will. Einmal ist das die genealogische Verwandtschaft. Das ist dann der Fall, wenn Sprachen auf dieselbe Vorgängersprache zurückgehen. Wir sprechen dann von Sprachfamilien, also Sprachen gehören derselben Sprachfamilie oder der Unterfamilie an. Zweitens sind das areale Beziehungen. Das besteht dann, wenn zwei Sprachen vielleicht nicht besonders nah genealogisch verwandt sind, aber räumlich benachbart gesprochen werden, sodass viele Menschen die beiden Sprachen sprechen und dann gibt es eine gegenseitige Beeinflussung. Wir werden uns hier insbesondere das Phänomen von Sprachbünden anschauen. Und die dritte Art von Sprachverwandtschaft ist die typologische Verwandtschaft. Sprachen erfüllen ähnliche Funktionen in menschlichen Gemeinschaften und die sind auch relativ ähnlich zueinander. Sie haben deswegen bestimmte Eigenschaften, weil sie diese Funktionen erfüllen sollen und sie beruhen auf der universellen Sprachfähigkeit des Menschen. Wir sind ja biologisch sehr, sehr ähnlich, wir gehören derselben Rasse an. Auf diese Weise entstehen dann Sprachtypen. Das sind dann vielleicht unterschiedliche Lösungsstrategien für dieselben Aufgaben, die sich in der Kommunikation stellen. Ja, beginnen wir mit der genealogischen Verwandtschaft. Die ähnelt der biologischen Verwandtschaft, die man zwischen Arten zum Beispiel aufstellen kann. Die grundsätzliche Annahme, die ist auch sehr gut bestätigt. Historisch kann man das auch direkt nachvollziehen. Sprachen verändern sich mit der Zeit. Sie haben neue Wörter, bilden neue Konstruktionen. Es verändern sich die Laute. Es gibt Bedeutungsveränderungen. Es gibt grammatische Veränderungen. Diese Veränderungen sind zum Teil zufällig. Es gibt zwar oft Regeln oder bestimmte Gründe, weshalb bestimmte Veränderungen passieren, die können grammatischer Natur sein, die können auch sozialer Natur sein, aber zum Teil ist diese Veränderung zufällig, zu einem großen Teil sogar. Ja. Und wenn jetzt aus einer Sprachgemeinschaft durch historische Zusammenhänge mehrere Sprachgemeinschaften entstehen, die also untereinander keinen regelmäßigen Kontakt mehr haben, dann entwickelt sich die Sprache in diesen unterschiedlichen Sprachgemeinschaften eben leicht anders. Und auf diese Weise entstehen mit der Zeit verschiedene Sprachen. Ich versuche das mal so zu illustrieren. Wir haben hier eine Sprache und eine Sprachgemeinschaft. Das ist also ein zusammenhängendes Gebiet. Die Sprache habe ich hier als rot markiert, um zu zeigen, das ist also eine Sprache. Und die verändert sich jetzt mit der Zeit. Sie wird hier ein bisschen mehr orange, eine kleine Veränderung, die sich aber im ganzen Sprachgebiet ausbreitet. Sie verändert sich weiter, sie verändert sich weiter. Und dann entsteht durch eine historische Entwicklung, vielleicht eine Auswanderung eines Teils der Sprachgemeinschaften, zwei Sprachgemeinschaften, die nur noch wenig Kontakt miteinander haben. Und diese Sprachen verändern sich weiter zufällig voneinander. Und sie verändern sich weiter. Und jetzt in diesem Stadium ist zum Beispiel dann die gegenseitige Verständlichkeit nicht mehr gegeben. Davor hatten wir noch Dialekte, jetzt haben wir zwei Sprachen, weil die gegenseitige Verständlichkeit abgenommen hat. Und hier ist dann eine extremere Situation. Die Sprecher dieser Sprachen verstehen sich dann definitiv nicht mehr. So, auf diese Weise entstehen eben aus einer Herkunftssprache unterschiedliche Sprachen, die historisch auf dieselbe Sprache zurückzuführen sind, die sich aber so weit verändert haben, dass sie nicht mehr gegenseitig verständlich sind, also dann nicht mehr einer Sprache zuzurechnen sind. Ich habe den Begriff Dialekt gebracht. Das sind Varietäten von Sprachen, die noch gegenseitig verständlich sind, wobei der Verständlichkeitsbegriff natürlich ein gradueller ist.
Es gibt Situationen, wo zum Beispiel die Sprecher des einen Dialekts die Sprecher eines anderen verstehen, weil der zweite Dialekt vielleicht die Prestigesprache ist oder die Standardsprache ist, aber nicht umgekehrt. Es gibt aber auch sogenannte Dialektkontinua, wie ich sie hier vorgestellt habe. Also man sieht hier ein Kontinuum von Sprachen. Das ist hier diese rote Sprache, das ist die grüne Sprache, die sind definitiv nicht mehr gegenseitig verständlich, aber die als rot markierte Sprache ist mit der als orange markierten verständlich. Die als orange markierte ist verständlich mit der Sprache, die hier als ocker markiert wird und so weiter. Man kann da gar keine Grenze ziehen, sodass zwischen zwei Dialekten eine echte Verständlichkeitsbarriere besteht. Aber zwischen der rot markierten Sprache und der grün markierten Sprache besteht tatsächlich keine Verständlichkeit. Solches sogenannten Dialektkontinua gibt es häufig, zum Beispiel in unserem Sprachgebiet vom Oberdeutschen zum Niederdeutschen zum Niederländischen. Ja. Das ist übrigens beim Artbegriff in der Biologie ähnlich. Auch da gibt es manchmal Arten, die sich sozusagen so sukzessive verändern. Also Vogelarten in der nördlichen Hemisphäre, da, wo sie gewissermaßen um die Erde wieder zusammenstoßen, zwei unterschiedliche Arten bilden, aber in dem Zwischengebiet immer gegenseitig fortpflanzungsfähig sind. Die Frage ist nun, wie weist man nach, dass zwei Sprachen auf eine gemeinsame Sprache zurückgehen? Das Problem ist hier, dass sich Sprachen gegenseitig beeinflussen können, dass sie also von Nachbarsprachen, die nicht näher verwandt sind mit ihnen, Eigenschaften übernehmen können und dass dann auf diese Weise die genealogische Verwandtschaft verunklart wird. Die Forschungsstrategie ist hier, dass die genealogische Verwandtschaft dann wahrscheinlich ist, wenn es in zwei Sprachen A und B viele Wörter gibt mit ähnlicher Bedeutung, die auch ähnlich lauten. Also die Bedeutungsbeziehung ist ähnlich und die Lautgestalt ist ähnlich. Sehen wir uns das mal an dem folgenden Beispiel an. Ich habe hier sieben Bedeutungen angeführt und ich habe hier 18 Sprachen. Und wir schauen uns die Wörter dieser Sprachen an, die diese Bedeutungen ausdrücken. Das Ganze geht zurück auf das Lehrbuch von Hogg und Joseph. Ich habe das also nicht neu erfunden dafür. So, gut. Die erste Sprache. Ich habe die Wörter hier in phonetischer Umschrift angeführt, damit sie nicht zu völlig sichtbar sind. Wir haben hier die Wörter one, two, three, head, ear, Mouth und Nose. Es ist klar, welche Sprache das ist. Ja. Die zweite Sprache ist hier ein, zwei, drei, Hoft or Mondnös. Wir finden hier viele Ähnlichkeiten natürlich. Also schauen wir uns das mal hier in dem Fall etwas näher an. Also Tu und Twe sind offensichtlich lautlich ganz ähnlich. One und N wohl auch, ist vielleicht nicht ganz so deutlich für Nicht-Phonetiker zu sehen. Three und Dri, natürlich sehr ähnlich. Het und Höft, naja, auch relativ ähnlich. Nose und Nös, sehr ähnlich. Wir haben hier zum Beispiel ein N-Laut und ein S-Laut oder S-Laut hier am Ende. Aber das sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Das nächste Beispiel. Ein, zwei, drei, Höwut, Öra, Mund, Näsa. Das sieht sehr ähnlich aus zu der Sprache, die ich hier als zwei angeführt habe. Nächster Fall. Eiten, Twer, Trier, Höfuth, Era, Münnur, Neff. Auch da sind Ähnlichkeiten ganz offensichtlich, obwohl das jetzt ein bisschen mehr abweicht von drei und zwei. Ja. Nächste Sprache. Uno, dos, tres. Cafesa, Oreja, Boca, Nariz, da fehlt eines hier. Das ist auch ähnlich durchaus, also bei Tres sieht man das sehr schön, bei Dos zum Teil, da kommt hier ein S hier rein. Cafesa ist deutlich verschieden, Oreja ist
ein bisschen ähnlicher. Boka ist völlig anders offensichtlich. Nalis ist ähnlich wieder diesem N-Wort. Ja. Nächste Sprache: Uno, due, tre, testa, orecchio, bocca, naso. Aha, diese Sprache 6 ist sehr ähnlich der Sprache 5. Da gibt es viele lautliche Übereinstimmungen bei den Wörtern mit gleicher Bedeutung. Dann haben wir hier on oder une, deux, trois, tête, oreille, bouche und nez, ne. Durchaus ähnlich den Sprachen 6 und 5, aber mit stärkeren Abweichungen wiederum. Nächster Fall. Ja, hier haben wir durchaus Ähnlichkeiten mit 8. Wir haben aber auch Unterschiede bei dem Wort für Mund, zum Beispiel Gure, das hatten wir bis jetzt noch nicht gesehen hier. Ja. Cup und Cafesa, das ist wohl ähnlich. Nächste Sprache. Jedentwa tri lava usho usta nosh. Nos. Durchaus Abweichungen, aber durchaus auch Ähnlichkeiten mit dem Dwa, mit dem Tri. Lava und Het ist vielleicht wieder ein bisschen ähnlicher. Nos, da ist die Ähnlichkeit ganz klar. Wir gehen weiter. Jedan Dwa Tri Lava Uhu. Uho, Uster, Nos, sehr ähnlich zu 9 offensichtlich. Dann haben wir hier eine Sprache, die Ähnlichkeiten aufweist zu 10 durchaus. Also Glava, Galva zum Beispiel, das sind nur zwei Laute vertauscht worden. Nosis haben wir, das ist immer dieser N-Laut hier bei Nase. Burna ist aber anders für Mund. Bei Vienas sieht das auch ein bisschen anders aus. Hier haben wir durchaus auch einige Ähnlichkeiten, die sind sehr deutlich. Bei 2 zum Beispiel, das ist hier Thio, bei 3, das ist Tris. Nase ist jetzt hier anders. Ja, bei anderen Wörtern finden wir auch durchaus Unterschiede, aber zumindest bei den Zahlwörtern ist die Ähnlichkeit doch recht offensichtlich. Bei dieser Sprache sind auch Ähnlichkeiten klar, also bei 3 zum Beispiel tre, bei 2 du, bei Kopf haben wir wieder so ein K-Wort, was ja schon öfter aufgetreten ist. Die Nase ist jetzt hier nicht mehr sehr gut zu erkennen. Okay, jetzt haben wir hier eine ganz andere Sprache offensichtlich, wo es keinerlei Gemeinsamkeiten gibt. Ja, bei der Nase kommt wieder ein N vor, aber sonst offensichtlich überall Abweichungen. Auch hier sehen wir keine klaren Beziehungen zu Sprachen, die wir schon mal genannt haben. Das scheint also auch sehr stark abweichend zu sein. Auch bei dieser Sprache sind Ähnlichkeiten eigentlich nicht zu erkennen. Hier durchaus andere Wörter, keine erkennbaren Ähnlichkeiten. Und schließlich bei dieser Sprache offensichtlich auch etwas Verschiedenes. Ja. Nun, wenn wir uns jetzt die Sprachen anschauen, ich habe sie hier ja aufgeführt, das Englische war natürlich das erste. Ich habe die jetzt auch farblich so kodiert, dass die zusammen Hänge sichtbar werden, sehen wir tatsächlich, dass die ersten vier Sprachen, das sind Sprachen, die relativ nah zusammenstehen, das sind die gehören zu den germanischen Sprachen, zu denen natürlich das Deutsche auch gehört. Dann kommen vier romanische Sprachen, die auch historisch zusammenhängen. Sie können auf die Sprache Latein zurückgeführt werden. Dann haben wir zwei Sprachen, die der slawischen Subfamilie angehören. Dann das Litauische, das Griechische, das Albanische. Das sind alles
indogermanische Sprachen. Und dann haben wir einige Sprachen, die nicht dieser Sprachfamilie angehören. Also Finnisch und Ungarisch, die gehören einer Sprachfamilie an, den uralischen Sprachen. Das sind aber durchaus etwas abweichend auch voneinander. Sie sehen hier dann weitere Sprachen, Türkisch zum Beispiel. Und worauf ich hinweisen will, ist, dass die letztgenannte Sprache wiederum eine indogermanische Sprache ist, das Armenische, das sich aber lautlich so weit entfernt hat, gewissermaßen von den indogermanischen Sprachen Europas zumindest, dass man den Zusammenhang nicht mehr gut erkennen kann. Man kann den nachweisen, weil es regelmäßige Beziehungen gibt zwischen Lauten, aber der ist hier bei diesen Wörtern jedenfalls nicht mehr deutlich zu erkennen. Ich habe auf die regelmäßigen Lautentsprechungen hingewiesen. Das ist der Königsweg zum Nachweis einer genealogischen Sprachverwandtschaft. Eine berühmte Entsprechung dieser Art ist die Beziehung zwischen P und F, die wir zum Beispiel zwischen dem Lateinischen und dem Deutschen sehen. Deutsch stammt natürlich nicht vom Lateinischen ab. Es hat viele lateinische Lehnwörter, aber es gehört mit dem Lateinischen zu der indogermanischen Sprachfamilie. Und wir haben Entsprechungen wie zum Beispiel Pater, Vater, Biscis, Fisch, Pro und Für und Pet und Fuß, die sich also entsprechen. Und dieser Bezug von P und F, wobei P, also das Lateinische, den älteren Lautstand des Indogermanischen abbildet oder dem näher steht. Das ist also eine sogenannte Lautverschiebung, die Jakob Grimm beschrieben hat, die erste Grimmsche Lautverschiebung. Und das findet man also in vielen Beispielen. Das ist Teil der ersten Grimmschen Lautverschiebung. Es gibt hier eine ganze Reihe von solchen Regeln. Nicht nur entspricht dem alten P das neue F, sondern auch dem alten B das neue P. Ja. Und Sie sehen hier andere Entsprechungen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Ja. Sie sehen aber, dass es eine ganze Reihe von solchen Entsprechungen gibt. Ganz allgemein sind Entsprechungen bei Konsonanten zuverlässiger als bei Vokalen, weil sich bei Vokalen mehr Veränderungen einstellen. Aufgrund von diesen Entsprechungen kann man eine sogenannte Protosprache rekonstruieren. Man kann zum Beispiel das Indogermanische mit einiger Sicherheit rekonstruieren, obwohl es dafür keine schriftlichen Dokumente gibt. Und man kann dann zum Beispiel sagen, dass das Wort für eins oder ein Oino hieß, das für zwei Dvo, das für drei Tres, das für Ohr aus und das für Nase Nas. Das kann man machen, weil man aus diesen Formen relativ einfach dann die Formen der Tochtersprachen ableiten kann. Und zwar auf eine Art und Weise, dass die Lautveränderungen auch gut motiviert sind. Also es gibt bestimmte Lautentsprechungen, wo man sich sehr gut vorstellen kann oder wo es nachgewiesen wird, dass es oft eine Veränderung von Lauten in diese Richtung gibt. Und diese Rekonstruktion von fünf Wörtern stellt gewissermaßen eine Art von guter Hypothese für das Indogermanische dar. Ich habe schon auf Probleme für den Nachweis von Sprachverwandtschaft hingewiesen. Also ein wichtiges Problem ist, dass es zwischen Sprachen, die nicht näher verwandt sind, durchaus auch Beziehungen geben kann. Etwas, was man so im Biologischen nicht so sehr findet. Da gibt es zwar auch Sprünge von Genen von einer Art auf eine andere, die durch Viren zum Beispiel ausgelöst werden. Das kommt aber nicht allzu häufig vor. Also Lehnwörter werden zwischen nicht verwandten oder nicht nah verwandten Sprachen ausgetauscht. Ein Beispiel hier: Durch die Ausbreitung des Islams gibt es viele arabische Lehnwörter in Sprachen, deren Sprechergemeinschaften durch den Islam geprägt worden sind. Hier habe ich arabische Lehnwörter für Nachricht, Zeit, Buch, Dienst und Bettler
im Urdu, im Türkischen, im Swahili und im Malaiischen angeführt. Also zum Beispiel das Wort für Nachricht, Khabar, findet man so im Urdu, im Türkischen als Haber, im Swahili als Habari und im Malaiischen als Khabar. Und ähnlich auch für andere Wörter wie das Wort für Buch, zum Beispiel Kitab, ist sehr weit verbreitet in der islamischen Welt. Und auf diese Weise kann vorgetäuscht werden, dass diese Sprachen hier näher verwandt sein könnten, weil sie auch noch zahlreiche andere Lehnwörter aus dem Arabischen übernommen haben. Sie gehören aber alle unterschiedlichen Sprachfamilien an. Sie sind also nicht genealogisch verwandt. Wie kann man dagegen geschützt sein, Lehnwortbeziehungen jetzt als Hinweise für genealogische Sprachverwandtschaft zu wählen? Ja, man kann sich auf die Wörter konzentrieren, für die Entlehnungen weniger wahrscheinlich sind. Also der elementare Wortschatz für Körperteile zum Beispiel oder für Funktionswörter, grammatische Elemente. Ja. Also Beispiele sind hier das Wort für Kopf, etwa im Deutschen. Ja, das würde man meinen, das wird nicht entlehnt. Tatsächlich ist es entlehnt worden aus dem Lateinischen für Cooper Becher. Also das ist wohl ein Scherzwort für den Kopf. Das alte Wort Haupt, das man im Englischen Head zum Beispiel auch noch hat, ist da ersetzt worden. Also außer vielleicht im österreichischen Deutschen, wo das noch sehr viel häufiger verwendet wird. Pronomina können auch ersetzt werden. Also im Englischen zum Beispiel die Pronomina they und them für die dritte Person Plural sind aus dem Altnordischen übernommen worden. Aber auch zum Beispiel Farbwörter können entlehnt werden. Im Swahili zum Beispiel ist die Farbe blau als bulu bekannt und das ist aus dem englischen Blue übernommen worden. Also auch solche Wörter, wo man annehmen könnte, dass sie eher dem Elementarwortschatz angehören, können entlehnt werden. Dann gibt es onomatopoetische Wörter und Babywörter wie Mama, Papa, Kaka und so weiter, die Kinder sehr oft sehr früh bilden können oder onomatopoetische Wörter, wie die also lautmalenden Charakter haben, die in verschiedenen Sprachen gleich lauten können und die den Nachweis einer genealogischen Verwandtschaft verunklaren können. Und es gibt zufällige Ähnlichkeiten natürlich, mit denen muss man auch rechnen. Und das führt dann dazu, dass eine genealogische Verwandtschaft oft nicht mehr sicher nachgewiesen werden kann und je mehr man in der Zeit gewissermaßen zurückgeht, desto schwieriger wird dieser Nachweis. Also vielleicht kann man noch bis zu 6.000 oder 7.000 Jahre zurückgehen unter guten Bedingungen, wenn die Sprachen gut bekannt sind, aber weiter zurückgehen würde heißen, dass man die Ähnlichkeiten im Grundrauschen von Lehnwortbeziehungen, von zufälligen Ähnlichkeiten und so weiter nicht mehr wirklich nachweisen kann. Sehen wir uns ganz exemplarisch ein paar Sprachfamilien an. Das hier ist ein kartografischer Überblick über die Sprachfamilien, wie sie heute gesprochen werden, nach den Sprachfamilien, die hier links aufgeführt sind. Ja. Sie sehen hier, da ist sehr viel Grün. Ja, das sind die also hellgrün meine ich, das sind die indogermanischen Sprachen, wie sie heute gesprochen werden. Es ist natürlich das Resultat der kolonialen Ausbreitung dieser Sprachen, die sich seit dem 15. Jahrhundert etwa vollzogen hat. Aber man sieht auch andere große Sprachfamilien, wie zum Beispiel die sinotibetanischen Sprachen, die hier so pink markiert sind, oder die afroasiatischen Sprachen, die orange markiert sind, oder auch die Niger-Kongo-Sprachen, die hier grün markiert sind, ja dunkelgrün markiert sind. Auch die altaischen Sprachen, die hier grau markiert sind.
Die Webseite Glottolog, auf die ich noch eingehen werde, listet insgesamt 425 Sprachfamilien. Diese Webseite ist sehr konservativ in der Klassifikation von Sprachen als zu einer Familie zugehörig. Es gibt wahrscheinlich weniger. Insbesondere gibt es darunter auch 181 isolierte Sprachen, wo man also keine nähere Sprachverwandtschaft zu anderen Sprachen nachweisen kann, wie etwa das Baskische in Europa. So, hier haben wir die Sprachfamilie, zu der unsere Sprache, das Deutsche, gehört, die indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachen, die sich also von den germanischen Sprachen bis zu den indischen Sprachen hinziehen. Hier sieht man die Spannweite. Indoeuropäisch heißt natürlich dann auch von Europa bis nach Indien. Das ist dann der geografische Begriff. Sie sehen hier die germanischen Sprachen, zu denen das Deutsche gehört, rot, die romanischen Sprachen so ockerfarben, dann die slawischen Sprachen grün, die mit den slawischen Sprachen etwas enger verwandten baltischen Sprachen hellgrün, dann das albanische und das griechische, zwei eigene Zweige in dieser Sprache. Familie und dann hier sieht man das Armenische, ja, und dann sieht man die indoarischen Sprachen hier dunkelblau markiert. Ja, man sieht also hier eine sehr große Sprachfamilie in ihrem Verbreitungsgebiet vor 1500. Jetzt haben sie sich auch auf andere Kontinente ausgebreitet, natürlich. Die zweite Sprachfamilie, die ich vorstellen möchte, ist größer als die Sprachfamilie der indogermanischen Sprachen. Sie hat mehr Sprachen. Das sind die Niger-Kongo-Sprachen, die sich in Afrika von Westafrika bis nach Ostafrika und Südostafrika hinziehen. Sie sehen hier eine große Untergruppe, die hier so pink markiert sind. Das sind die Benue-Kongo-Sprachen mit den Bantu-Sprachen, die relativ nah verwandt sind miteinander. Diese Sprachfamilie hat sich also nach Süden vor relativ kurzer Zeit, vor vielleicht 2.000 oder 3.000 Jahren, ausgebreitet. Deswegen sind diese Sprachen auch relativ ähnlich miteinander. Im Norden und im Westen gibt es eine ganze Reihe von Unterzweigen, die nicht so nah verwandt sind miteinander. Es ist sogar so, dass es heute wieder debattiert wird, ob hier überhaupt eine Sprachverwandtschaft immer nachgewiesen werden kann. Ja, das wird zum Beispiel von meinem Kollegen Tom Güldemann jetzt wieder in Zweifel gezogen bei einigen dieser Gruppierungen. Sie sehen hier zum Beispiel in Westafrika die Mande-Sprachen. Die atlantischen Sprachen hier gelb markiert, ja, und ja, andere Unterfamilien in Westafrika. Also Westafrika ist in dem Sinn linguistisch diverser als dieser Bereich in Zentral- und Ostafrika. Die dritte Sprachfamilie sind die austronesischen Sprachen. Die will ich auch vorstellen. Die sind bemerkenswert, weil sie räumlich gesehen die größte Sprachfamilie sind. Sie gehen von Madagaskar im Westen bis zur Osterinsel im Osten. Sie umfassen sehr viele Sprachen, meistens kleinere Sprachen. Also mit weniger Sprechern, vor allem gilt das für diesen östlichen Zweig, die ozeanischen Sprachen, die im Pazifikgebiet gesprochen werden. Diese Sprachen haben sich vor etwa 6.000, 7.000 Jahren ausgebreitet, und zwar von der Insel Taiwan aus kommend, zunächst über die Philippinen und dann über die Nordküste von Papua-Neuguinea, über den ganzen Pazifik. Also das
Dem lagen natürlich neue Technologien, also hochseetüchtige Boote zugrunde. Und im westlichen Bereich dann das Gebiet des heutigen Indonesiens bis eben zu Madagaskar. Und wir werden häufiger auf diese Sprachfamilie noch zurückkommen. Das waren nun drei sehr große Sprachfamilien, die größten drei Sprachfamilien. Es gibt aber auch viele Gebiete, in denen die Strukturen sehr viel kleinteiliger sind, wo es also sehr viele Sprachen gibt, oft auch von unterschiedlichen Familien, sogenannte Linguistik-Hotspots, wie sie Joanna Nichols genannt hat, die aus bestimmten Gründen, die man oft auch geografisch motivieren kann, also Gebirge zum Beispiel, sich in bestimmten Gegenden eben herausgebildet haben. Hier ist zum Beispiel ein Hotspot dieser Art, das sind die kaukasischen Sprachen, ein Gebiet, das schon seit der Antike berühmt war für die große Sprachenvielfalt. Wir finden hier also den Kaukasus, der sich hier zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer erstreckt, eine gebirgige Gegend natürlich mit den Kaukasusbergen. Und da findet man drei Sprachfamilien, die nur dort vorkommen. Und dann natürlich auch indogermanische Sprachen, wie Russisch zum Beispiel, aber auch das Ossetische etwa, das Armenische. Also eine Sprachfamilie, zu der das Georgische auch gehört, die kartvelischen Sprachen, dann die nordwestkaukasischen Sprachen, zu denen das Kabardische gehört, und die nordostkaukasischen Sprachen, zu denen relativ viele kleinere Sprachen gehören, etwa das Tschetschenische. Also ein sehr reiches Gebiet mit Sprachen, die unterschiedlichen Sprachfamilien angehören und die auch oft relativ verschieden sind voneinander. Ein zweites Gebiet ist Papua-Neuguinea, das über 800 Sprachen besitzt. Ich sollte eigentlich sagen, die Insel Neuguinea, Papua-Neuguinea ist nur der östliche Teil, der westliche Teil Irian-Jaya gehört zu Indonesien. Auch hier sehen Sie sehr viele Sprachen und Sprachfamilien, vor allem im westlichen Teil und hier im nördlichen und östlichen Teil, auch auf den Inseln wie den Bismarck-Inseln hier. Es gibt eine größere Sprachfamilie, die hier bläulich, also markiert ist. Ich kann diese Farbe gar nicht richtig benennen. Auf Englisch heißt sie Teal. Und das ist die große Sprachfamilie der Trans-Neuguinea-Sprachen, die sind vermutlich so entstanden aufgrund einer technischen Neuerung im Ackerbau und die gingen vom Hochland dieser Insel aus. Und eine letzte Familie möchte ich noch, oder ein letztes Gebiet möchte ich sagen, wollte ich noch erwähnen, das sind die Sprachen im Westen des nordamerikanischen Kontinents. Auch da finden sich zahlreiche kleinere Familien, wie etwa die Salish-Sprachen und eine ganze Reihe von anderen Sprachen hier, die sich hier an der Küste entlang ziehen. Das sind Sprachen, die oft kleinen Familien angehören. Es gibt auch isolierte Sprachen dort. Auch das ist also ein Linguistik-Hotspot, der sich hier gebildet hat. Ich möchte diesen kurzen Überblick abschließen mit einer kühnen neuen Hypothese, die sich ja zu bewähren beginnt, kann man sagen. Ich bin dafür kein Spezialist. Das ist die Dene-Jeniseen-Familie, die der Linguist Edward Vaida postuliert hat. Um was geht es? Ja, es geht darum, dass es in Zentralsibirien die Sprache Ket gibt, die letzte Sprache einer Sprachfamilie ist, die
die heute noch von etwa 800 Sprechern gesprochen wird und die ziemlich anders aussieht als die Sprachen, die man sonst in dieser Gegend hier findet. Das ist die Sprache Ket. Und die Nadene-Sprachen, das ist eine Sprachfamilie, die in Nordamerika gesprochen wird, also im Norden, aber auch im Süden der USA. Das Navajo gehört dazu. Es gibt eine ganze Reihe von Argumenten, die Edward Weider zusammengetragen hat. Die sind meistens grammatischer Natur, morphologischer Natur. Es gibt auch einige Lautbeziehungen, aber nicht sehr viele. Die Hypothese ist noch immer nicht wirklich gesichert. Sie ist kühn, habe ich gesagt, weil sie zeigen würde, dass Völker im alten Kontinent, des alten Kontinents mit Völkern im neuen zusammenhängen. Und es wird ja allgemein angenommen, dass die Hauptbesiedelung des neuen Kontinents, also von Nordamerika über die Landbrücke in der Beringstraße, die es vor etwa 10.000 Jahren gegeben haben muss, passiert ist. Also es wird derzeit diskutiert, dass es hier eine sprachlich nachweisbare Beziehung gibt zwischen der Sprache Ket hier und den Dene-Sprachen. Diese Beziehung ist auch biologisch sinnvoll, denn die Ket-Sprecher haben biologische Eigenschaften, also insbesondere auf dem Y-Chromosom, die mit den Sprechern von Sprachen in Nordamerika zusammenhängen. Wie kann man sich über Sprachen näher informieren? Ein guter Einstieg ist hier die Wikipedia, die allgemein sehr gute Informationen liefert. Wenn Sie mehr wissen wollen, ist der Glottolog empfehlenswert. Das ist eine Webseite, ich habe die URL hier angegeben, die über Sprachen und Sprachfamilien und historische Beziehungen sehr umfangreich Auskunft gibt. Es gibt weitere Quellen wie Ethnologue zum Beispiel, was ich jetzt hier nicht erwähne, weil das sich hinter einer Bezahlschranke befindet. Hier ist die Einstiegsseite. Sie sehen also, dass hier rechts immer auch neue Grammatiken von Sprachen, die eben erschienen sind, angeführt werden. Und Sie können sich dann über Sprachen und Sprachfamilien kundig machen. Das Werk geht zurück auf die Max-Planck-Gesellschaft und ihr Institut in Leipzig und insbesondere auf Harald Hammarström, dessen Idee das war wohl und der die treibende Kraft dahinter ist. Also wenn Sie da reingehen, dann sehen Sie zum Beispiel bei Sprachen eine Auflistung von Sprachen, die hier also ja, alphabetisch sortiert von Ari angefangen aufgelistet sind. Man kann dann auch suchen. Es sind insgesamt jetzt hier über 8.500 Angaben vorhanden. Und Sie können dann auf Links klicken und sich mehr Informationen beschaffen zu diesen Sprachen. Sie können zum Beispiel sehen, wenn Sie eine bestimmte Sprache haben, wie diese Sprache in einer Sprachfamilie eingeordnet ist. Das habe ich hier zum Beispiel mit der Sprache Dakie, zu der ich selbst forsche, gemacht. Das ist eine austronesische Sprache. Hier austronesisch. Es gibt hier die Untergruppen des Austronesischen. Es gehört zu der malayo-polynesischen Gruppe. Das ist die weitaus größte Untergruppe der austronesischen Sprachen. Dann gehört es hier zu den Central Eastern malayo-polynesischen Sprachen und darunter zu den ozeanischen Sprachen. Das ist diese große Familie, die ich vorhin, als ich über austronesische Sprachen gesprochen habe, gelb markiert habe. Und Sie sehen, das kann man dann runterbrechen zu den Sprachen von der Insel Ambrym und dann eben zu der Sprache Dakie.
Sie können auch auf Familien gehen und finden dann die Sprachfamilien, also angefangen mit Atlantic Congo, das sind die Niger-Kongo-Sprachen, die ich genannt habe. Das ist hier etwas konservativer. Bestimmte Sprachen, die Sie auf der Karte gesehen haben, sind da nicht dabei. Dann die austronesischen Sprachen, dann die indoeuropäischen Sprachen, also die drei größten Sprachfamilien, gefolgt von den sinotibetanischen Sprachen und so weiter. Ja, auch da gibt es dann jeweils viel Information zu diesen Sprachfamilien. Wenn Sie Informationen zu einer bestimmten Sprache suchen, etwa zum Bayerischen, denn das geht bis auf die Ebene von Dialekten, deswegen auch die hohe Zahl von Einträgen, finden Sie hier zum Beispiel die Einordnung des Bayerischen als einer Sprache, die dem Deutschen zugehört natürlich. Sie sehen hier, Bayerisch gehört zu dem Modern High German, zu dieser Gruppe von Sprachen hier. Es hat selbst einige Unterdialekte. Man kann die hier auf der Karte auch sehen, wo die gesprochen werden. Also das Bayerische hier grün markiert, das ist sozusagen der Schwerpunkt des Gebiets, und dann das Nordbayerische gelb, und Varietäten, die in Sprachinseln gesprochen werden, auch hier in Siebenbürgen zum Beispiel, sind ebenfalls hier markiert. Glottolog hat auch Informationen zur aktuellen Forschungslage zu Sprachen, jetzt nicht zu den großen Sprachen wie Deutsch oder Englisch und so weiter, sondern zu den kleineren. Sehen wir uns mal an, was wir zu der Sprache Kilmeri finden, die wir ja schon mal erwähnt haben in dem Teil zur Genus. Wir suchen das mal und finden dann diese Information, Pagi Kilmeri. Das ist eine Sprache, Kilmeri, die zu dieser Pagi Kilmeri-Gruppe gehört und zu den Border-Sprachen gehört. Das ist der Name der Sprachfamilie. Die heißen so, weil sie, was man hier auch gleich sieht, an der Grenze gesprochen werden, zwischen Papua-Neuguinea auf der einen Seite und Irian Jaya auf der anderen. Also hier sieht man das. Man könnte das auch vergrößern und die Sprachen deutlicher sehen. Und es gibt eben Informationen zu der Forschungslage zu diesen Sprachen. Sie sehen hier Grammatiken und andere Beschreibungen zu dieser Sprache mit Links, die Sie auch anklicken können. Wir kommen nun zu den arealen Beziehungen zwischen Sprachen, also Ähnlichkeiten, die nichts mit der genealogischen Sprachverwandtschaft zu tun haben, die also durch Sprachkontakt entstehen, durch Sprachen, die in räumlicher Beziehung zueinander gesprochen werden oder die anders in Kontakt stehen. Es gibt hier verschiedene Typen von Kontaktsituationen, die ich hier kurz besprechen wollte. Zum einen die, dass eine kulturell dominante Sprache oder politisch dominante Sprache eine Substratsprache mit anderen Sprachen, Substratsprachen in Kontakt steht. Also eine Sprache, die eine religiöse, politische Funktion hat, die in der Öffentlichkeit gesprochen wird und nicht im privaten Bereich. In dieser Situation sind Lehnwortbeziehungen typisch. Wir haben als ein Beispiel bereits gesehen, dass arabische Lehnwörter im Türkischen, Persischen, Urdu, Swahili, Malaiisch aufgetreten sind, aus dieser Situation des Sprachkontakts heraus. Dann gibt es die Situation der Kreolsprachen. Hier steht eine Substratsprache in Kontakt mit mehreren Substratsprachen, typischerweise von Sprechern, die disloziert wurden, die also als Sklaven, als Zwangsarbeiter in bestimmten Kolonien zusammengeführt worden sind. Hier ersetzt in der Regel der Wortschatz der Superstratsprache den Wortschatz der Substratsprachen, aber wenn die Substratsprachen grammatische Eigenschaften haben, die sie teilen, können die sich durchsetzen gewissermaßen. Wenn die Substratsprachen zusammengewürfelt sind aus verschiedenen unterschiedlichen Sprachen, die nicht so viele Eigenschaften gemeinsam haben, dann kann es dazu kommen, dass neue Eigenschaften entstehen in diesen Sprachen. Das ist eine Situation, die im
die von Derek Bickerton in den 80er Jahren sehr stark diskutiert worden ist. Die Idee ist hier, dass sich da in solcher Situation die eigentliche Sprachfähigkeit des Menschen durchsetzt und dass da gewissermaßen Eigenschaften neu entstehen, die nur aufgrund der Sprachfähigkeit des Menschen zu erklären sind. Beispiel dafür in den westindischen Inseln, das Kreol von Jamaika oder von Haiti oder auch das Tok-Pisin in Papua-Neuguinea. Mit Pidgin-Sprachen wird eine Sprache gemeint, die eine relativ spezifische Aufgabe erfüllt, die nicht von Kindern als Muttersprache gelernt wird, aus der dann aber eine Kreolsprache entstehen kann. Sprachbünde, na, das sind gleichberechtigte Sprachen, die in Kontakt zueinander stehen, die oft von Sprechern als Zweitsprachen gesprochen werden. Hier finden wir, dass sich grammatische Strukturen oft angleichen, neben Lehnwortbeziehungen natürlich. Ein Beispiel dafür ist der Balkansprachbund, auf den ich gleich noch näher eingehen werde. Eine Extremform dieser Art sind Mischsprachen, die wirklich aus einer Mischung von zwei Sprachen bestehen. Auch das kommt vor. Ein Beispiel dafür ist das Maa, eine Sprache in Tansania, die aus Bantu-Grammatik gewissermaßen und kuschitischem Wortschatz entstanden ist oder die solche Formen beinhaltet. Sprachwechsel gibt es auch, dass eine Sprachgemeinschaft eine Sprache ganz aufgibt und eine andere Sprache annimmt. Das gibt es heute sogar relativ häufig, aufgrund des Einflusses von den großen Sprachen auf die kleinen. Ist aber auch schon früher vorgekommen, zum Beispiel bei der Sprache von pygmäischen Völkern, die aufgegeben worden ist zugunsten von Bantusprachen. Oder von Negritos in den Philippinen, die ebenfalls aufgegeben worden ist zugunsten von austronesischen Sprachen. Ich möchte etwas näher auf den Balkansprachbund eingehen, um zu zeigen, wie solche Ähnlichkeiten aussehen. Das ist der Sprachbund, der die südlichen Balkansprachen umfasst, also Albanisch, Bulgarisch und Mazedonisch, Griechisch, Rumänisch, Romani auch und Serbisch vielleicht auch. Eine Eigenschaft, die hier sehr typisch ist, ist der Ersatz des eingebetteten Infinitivs durch eingebettete Finitessätze. Also statt wie im Lateinischen etwa zu sagen, da mihi bibere oder gib mir zu trinken, also gib mir Dativ, trinken Infinitiv, sagt man etwa auf Rumänisch, einer Sprache, die aus dem Lateinischen kommt, natürlich, Dami sa beau, so gib mir, so dass ich trinke. Das ist hier die erste Person Singular, so gib mir, dass ich trinke. Und ganz ähnlich haben wir das auch im Griechischen, im Bulgarischen, im Albanischen und im Serbischen. Also keine eingebetteten Infinitivsätze in diesen Sprachen. Wie ist das entstanden? Naja, das geht aus dem Griechischen hervor, wo der griechische Infinitiv mit ein zu ei wurde und das ist identisch zur dritten Person Singular und das ist wohl der Grund, weshalb da diese Form anders interpretiert worden ist, als finite Form interpretiert worden ist und der Einfluss des Griechischen hat sich dann auf die anderen Balkansprachen übertragen. Griechisch war die Lingua Franca, die Verkehrssprache in diesem Gebiet, schon seit alters her natürlich, und diese Eigenschaft der griechischen Sprache, die sich neu herausgebildet hat, hat sich nun auf die anderen Sprachen übertragen. Weitere Gemeinsamkeiten, ich habe auch hier einen Link angeführt. Genitiv- und Dativformen sind identisch. Futur wird durch ein Verb wollen plus einem subordinierten Satz ausgedrückt. Es gibt da keine Infinitive, also ich will, dass ich gehe. Es gibt nachgestellte definite Artikel. Es gibt eine eigene verbale Markierung für Sachverhalte, die nicht selbst beobachtet werden, sondern die
indirekt bekannt sind, so also Evidentialis-Formen. Und die Zahlen von 11 bis 19 werden ausgedrückt nach dem Schema, also 1 über 10. Also 1 über 10 ist die Art und Weise, wie man die Zahl 11 ausdrückt. Nun, nicht nur die Balkansprachen haben Gemeinsamkeiten, sondern die europäischen Sprachen allgemein haben ebenfalls Gemeinsamkeiten, die man im Sinn eines Sprachbunds betrachten kann. Sie sind zwar in vielen Fällen, in den meisten Fällen verwandt miteinander, aber es gibt auch eine sehr lange Kontaktsituation natürlich und die haben auch zu weiteren grammatischen Ähnlichkeiten geführt. Das ist das sogenannte Standard Average European, wie das genannt wird, oder SAE. Ich habe ja einen Artikel von Martin Hasselblad hier angeführt, der die Eigenschaften dieses Sprachbunds näher beschreibt. Die Idee geht zurück auf den Linguisten Benjamin Lee Whorf, der bekannt geworden ist durch die Sapir-Whorf-Hypothese, dass Sprache unser Denken bestimmt. Und der hat darauf hingewiesen, dass die europäischen Sprachen sich sehr ähneln und in vielerlei Hinsicht von den anderen Sprachen der Welt abweichen. Was sind jetzt diese typischen Merkmale europäischer Sprachen? Nicht notwendig nur indogermanischer Sprachen, die also auch auf Kontakt beruhen können. Ich habe hier einige wenige angeführt. Das sind also einmal definierte und indefinierte Artikel wie in der Turm und ein Turm. Es sind nachgestellte Relativsätze mit Relativpronomina. Das ist durchaus eine typisch europäische Eigenschaft, die wir hier haben. Der Turm, den wir bestiegen haben oder welchen wir bestiegen haben. Es sind Perfektbildungen mit Haben- und Partizipialkonstruktionen, wie das Kind hat gegessen. Die Passivbildung durch die Copula und einem Partizip, wie in das Kind wurde gefüttert. Die Dativ-Possessor-Bildungen, wie in sie wusch mir den Kopf, also Dativ als Possessor des Kopfes hier. Negative Pronomina wie keiner oder negative Quantoren wie keiner. Dann komparative und superlative Adjektive in der Flexion selbst. Wir können also flektieren groß, größer, am größten. Das ist durchaus in sehr vielen Sprachen nicht so möglich. Der Zusammenfall des sogenannten Kommutativs mit dem Instrumental. Also kommutativ ist der Kasus, der anzeigt, mit wem eine Handlung ausgeführt wird, und instrumental der Kasus, der das Instrument angibt. Ich kann also sagen, er hat mit seinem Freund mit dem Ball gespielt, und wir verwenden dieselbe Markierung für den Kommutativ, für den Kommutativ mit seinem Freund, wie für den Instrumental mit dem Ball. Und auch die Markierung von Ja-Nein-Fragen durch die Voranstellung des Verbs, wie etwa wird Hans morgen kommen? Die dritte Art von Verwandtschaft ist die typologische. Die hat weder etwas mit Kontaktsituationen zu tun, noch mit gemeinsamer Abstammung, sondern die kann man erklären aus der geteilten Sprachfähigkeit des Menschen, aus der Art und Weise, wie wir Sprache verarbeiten, vielleicht auch aus der Art und Weise, welche Funktionen Sprache in der Gesellschaft hat. Ein Beispiel dafür, und wir werden viele Beispiele dieser Art kennenlernen, ist die Art und Weise, wie sich Grundwortstellungseigenschaften von Sprachen aufeinander beziehen, wie sie sich gruppieren gewissermaßen. Zum Beispiel gibt es Sprachen, die eine Verb-Objekt-Stellung haben, das Objekt steht nach dem Verb, und Sprachen, die eine Objekt-Verb-Stellung haben, das Objekt steht vor dem Verb. Das Deutsche ist da ein bisschen in der Mitte. Es hat im Hauptsatz eine Verb-Objekt-Stellung. Maria kaufte das Haus etwa. Im abhängigen Satz eine Objekt-Verb-Stellung, dass Maria das Haus kaufte. Ja. Nun
gibt es Sprachen, die Präpositionen haben, sowas wie wegen der Kinder. Wegen ist eine Präposition, die steht vor der Nominalphrase. Und Sprachen, die Postpositionen haben, wie im Deutschen der Kinder wegen. Wegen steht nach der Nominalphrase. Wegen ist hier also eine Ambiposition, die kann sowohl vor dem Nomen als auch nach der Nominalphrase stehen. Ja. Wenn man sich jetzt anschaut, wie diese Eigenschaften kombiniert werden, das sind also hier vier Eigenschaften und man würde annehmen, die sind eben jetzt zufällig kombinierbar in Sprachen, findet man, nein, das ist nicht der Fall. Also, ich habe hier zwei Karten aus dem World Atlas of Language Structure zusammengefügt. Und hier sehen wir, dass die Sprachen, die die Stellung VO haben, das sind hier die gelb markierten und die grün markierten Sprachen, ja, dass die überwältigende Mehrzahl davon Präpositionen besitzt. Das sind die gelb markierten Sprachen und nur sehr wenige im Vergleich dazu, also etwa ein Zehntel davon nur, Postpositionen. Das sind die grün markierten Sprachen. Ja. Und umgekehrt, die Sprachen, die eine OV-Stellung haben, die sind sehr oft Postpositionssprachen. Das sind hier die blau markierten und nur selten Präpositionssprachen. Das sind hier die grün markierten Sprachen. Das heißt, hier sehen wir gewisse Ähnlichkeiten zwischen Sprachen über Sprachfamilien und über Kontaktsituationen hinweg. Man kann sagen, dass wenn eine Sprache etwa die Stellung VO hat, dann hat sie typischerweise Präpositionen und wenn sie die Stellung OV hat, hat sie typischerweise Postpositionen. Solche Eigenschaften werden wir später noch viel mehr kennenlernen. Das ist hier jetzt ein Beispiel für eine typologische Verwandtschaft zwischen Sprachen. Also die Sprachen sind also OV und Postpositionssprachen auf der einen Seite oder VO und Präpositionssprachen auf der anderen Seite. So viel also zu Sprachverwandtschaft als eine Art von Folie zu dem, was uns in diesem Kurs eigentlich interessiert. Wir sollten also wissen, dass es Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten aufgrund von historischen Umständen, Sprachabstammung von derselben Protosprache oder Sprachkontakt gibt und dann auch noch zusätzlich das, was uns jetzt hier eigentlich interessiert, nämlich Ähnlichkeiten aufgrund von anderen sprachlichen Eigenschaften. Ich habe hier einige Hinweise. Ich habe erwähnt den World Atlas of Language Structure, ich habe erwähnt den Glottolog. Wenn Sie mehr wissen wollen über Sprachfamilien, Sprachbünde, Sprachen allgemein, empfehle ich hier dieses Buch von Dieter Wunderlich, Sprachen der Welt. Und ich habe schon erwähnt, dass Wikipedia-Artikel zu Sprachfamilien in der Regel zuverlässig sind. Ich füge einen Artikel von Martin Haspelmath zu den Eigenschaften europäischer Sprachen auf die Moodle-Plattform für diejenigen, die da Zugang haben. Das informiert also über die spezifischen Europäismen, die man in Sprachen, die wir wohl besser kennen, oft findet und wo wir vorsichtig sein sollten, nicht anzunehmen, dass man das in anderen Sprachen ebenfalls finden wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.